Guten Abend, ihr Lieben. Ich freue mich sehr, euch heute zu begrüßen beim Insta-Live von Grüne Bayern und mir. Und wir haben heute einen ganz besonders tollen Gast, Katharina Schulze. Ich freue mich sehr, Sie da gleich zu begrüßen und warte, bis ich Sie da sehen kann. Glaube ich schon. Ich hoffe, dass die Technik klappt. Ich freue mich sehr. Heute geht es um die USA und die Europäische Union im Klimawettlauf. Hallo, liebe Kata, grüß dich. Hallo, Henrike, grüß dich. Schön, dich zu sehen. Ich denke, du bist in Bayern gerade, richtig? Genau, ich bin in München. Wir haben Sitzungswoche, aber genauso wie ihr im Europaparlament macht man ja möglichst viel von daheim und ist nur im Parlament, wenn es um die Abstimmungen geht. Das heißt, wir haben morgen wieder Plenarsitzung und da sind wir dann wieder im Landtag. Wunderbar. Ja, ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist beim Insta-Live der Europawoche von und mit Grüne Bayern, eben auch mit dir. Das ist ganz besonders toll. Heute geht es eben um die USA und die Europäische Union im Klimawettlauf. Und ich stelle mich ganz kurz vor, ich bin eben Henrike Hahn, Mitglied des Europäischen Parlaments für Bündnis 90 Die Grünen, industriepolitische Sprecherin und da bin ich Mitglied im Industrieausschuss sowie im stellvertretendes Mitglied im Haushaltsausschuss und im Wirtschaftsausschuss, aber eben auch Mitglied in der EU-Delegation der USA und Chinas. Und das führt natürlich ganz automatisch zu dem Thema heute, denn uns Grünen ist natürlich die Klimapolitik wahnsinnig wichtig, das steht im Zentrum. Und da freue ich mich ganz besonders, dich eben dabei zu begrüßen, liebe Katharina. Du bist grüne Landtagsabgeordnete, Fraktionsvorsitzende im Bayerischen Landtag, Feministin und Antifaschistin, wie du selber schreibst, was ich total schön finde. Außerdem bist du eine ganz klare, leidenschaftliche Europäerin und das weiß ich natürlich auch von vielen Jahren Zusammenarbeit oder wo wir uns gesehen haben, am Münchner Odeonsplatz bei Pulse of Europe, wo wir gemeinsam demonstriert haben für Europa. Aber natürlich auch jeder, der deine Hashtags liest, ist nie vorbeigekommen an dem Don't Touch My Schengen. Das habe ich natürlich auch immer auf dem Schirm gehabt, das fand ich total schön. Und außerdem gab es natürlich auch dieses ganz legendäre Foto mit dir und bei Obama. Das ist natürlich auch ein ganz toller Grund, auch bei dir anzufragen für die heutige Veranstaltung. Das hat absolut jeder gesehen. Vielleicht willst du da später auch noch was dazu sagen. Das fand ich wahnsinnig toll. Also es war sehr gelungen, da war in einem Bild sehr viel drin, eben auch zu den transatlantischen Beziehungen natürlich, über die wir heute irgendwie auch sprechen. Und das ist sehr, sehr schön. Und noch eine kleine Komponente zur USA-Liebe. Ich habe immer festgestellt, dass wir etwas gemeinsam haben. Wir haben beide in Michigan Zeit verbracht. Ich habe nämlich da studiert. Und ich habe bei dir gesehen, du hast da ein Praktikum mal gemacht bei der Demokratischen Partei, was ich auch super toll finde. Also du bist in jeder Hinsicht auch die richtige, tolle Expertin, da befragt zu werden für heute, für dieses Thema. Und da freue ich mich sehr, dass du da ein bisschen Zeit hast dafür. Ja, liebe Henrike, vielen Dank für die Einladung. Und du hast noch was ganz Wichtiges vergessen. Wir sind vor allem auch Büropartnerinnen für Richtig. Alle Münchnerinnen und Münchner. Wir haben im schönen Schwabing das grüne Büro aufgemacht, wo wir beide zusammen noch mit unserem Bundestagskollegen Dieter Janicek und mit unserem weiteren Landtagskollegen Christian Hirneis ein Bürgerbüro aufgemacht haben. Das heißt, wenn ihr irgendwann mal Fragen habt, wenn diese Pandemie vorbei ist, können wir dort auch wieder Veranstaltungen machen. Henrike, ich freue mich immer von dir zu lesen und zu hören, weil du uns MünchnerInnen und natürlich auch Bayern ganz wunderbar im Parlament vertrittst mit den wichtigen Themen, in den wichtigen Ausschüssen, in denen du bist. Und du hast es ja gerade schon angesprochen, da spielt die Musik im Moment, nämlich die sozial-ökologische Transformation. Wie kriegen wir wirtschaftliche Stabilität mit Klimaschutz zusammen? Und vor allem, wie schaffen wir das europäisch mit unseren Partnerinnen und Partnern, wozu ich jetzt wieder die USA auf jeden Fall auch zählen würde. Also ich freue mich aufs Gespräch und danke für die Einladung. Ja, wahnsinnig gerne. Und du hast natürlich genau diese Dinge auch angesprochen, die mich wahnsinnig in meiner politischen Arbeit auch beschäftigen, eben die Transformation der Wirtschaft, Green Economy, die Chance, die wir haben, wenn wir dekarbonisieren und auch die Klimaziele der Europäischen Union erreichen wollen, sind die uns eigentlich ambitioniert genug? Was brauchen wir insgesamt in der Welt, aber auch natürlich bei der USA? Und das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wir haben gesehen, USA und EU im Klimawettlauf, das ist, wenn man in die Zeitung geguckt hat, einem sehr aufgefallen. Und das ist per se ja eigentlich eine sehr positive Nachricht, würde ich mal sagen.
Uns Grünen geht es natürlich in der EU für den Klimaschutz noch viel zu wenig voran. Und dass wir jetzt in der USA Bewegung haben, das haben wir natürlich der neuen Präsidentschaft zu verdanken, die wir Gott sei Dank jetzt haben. Das kann man schon auch so sagen. Denn hier werden unsere Ziele ganz anders erreicht, die wir auf dem grünen Perspektive haben als zuvor. Und mit dem Wahlsieg von Biden kann natürlich die USA jetzt tatsächlich wieder in den Kreis zurückkehren von treibenden Kräften in der internationalen Klimapolitik. Also das war vorher ja wirklich anders unter Trump. Und da kann natürlich die USA jetzt auch mit der neuen Präsidentschaft da anknüpfen, wo sie mit Trump nach der Verhandlung des Pariser Klimaschutzabkommens eigentlich aufgehört hat. Und eigentlich war uns schon immer klar, wie wichtig die transatlantischen Beziehungen sind. Ich glaube, das war in Europa auch immer so ein Mitläufer. Aber durch diese krasse Erschütterung unter Trump ist uns nochmal bewusst geworden, eigentlich, wie fragil das eigentlich ist. Und jetzt gibt es so eine Art Revival. Und man hat gesehen, die erste Auslandsreise des EU-Klimabeauftragten John Kerry ging nach Brüssel, und zwar zum EU-Kommissar Timmermans. Das war schon mal ein gutes Zeichen. Trotzdem wissen wir alle, das sind Reisen und Symbolpolitik. Und was wir natürlich brauchen, sind dann ganz konkrete Inhalte, damit was vorangeht. Und klar ist aber auf jeden Fall schon mal geworden, Biden bricht mit Trumps Klimapolitik, der eigentlich ja auch wirklich keine gemacht hat. Und Biden hat jetzt auch den Klimaschutz als Schwerpunkt, als strategischen Schwerpunkt seiner Politik erklärt. Und das sehen wir natürlich an der Rückkehr ins Pariser Klimaschutzabkommen, an seiner Absage an die Ölbohrungen in Alaska und die Keystone Pipeline. Das sind natürlich verschiedene Zeichen, aber ihr habt das bestimmt auch gelesen oder gesehen. Der 1,9 Millionen Dollar schwere US-Rescue-Plan enthält massive Investitionen in erneuerbare Technologien und Infrastruktur. Und man kann wirklich sagen, das sind so Schritte, wo man hoffen kann, dass die USA wirklich dazu sich bereit macht, das fossile Zeitalter zu verlassen. Und wenn wir uns so ein bisschen erinnern, ich erzähle einfach mal noch so ein bisschen kurz, um so einen Überblick zu geben, damit mal alle so ein bisschen denselben Infostand haben. Gerade neulich gab es den Tag der Erde, das war am 22. April, also ein halbes Jahr vor der nächsten Klimakonferenz in Glasgow. Da hat Biden bekannt gegeben, dass die USA bis 2030 50 bis 52% der Emissionen gegenüber dem Stand von 2005 reduzieren will. Das heißt, damit hat sich die US-Regierung zu Zielen bekannt, zu Klimaschutzzielen, die ähnlich ambitioniert sind wie die der EU. Und eigentlich haben wir schon lange in Europa auf solche Signale aus Washington gewartet, weil wir haben jetzt noch in Erinnerung Donald Trump, der hat den Klimawandel auch zum Teil für eine chinesische Verschwörung gehalten, also eine ganz besonders spezifische Sichtweise. Und damit lässt sich natürlich auch schwer arbeiten und was bewegen. Und natürlich muss man aber auch sehen, gerade die Klimapolitik kann jetzt noch mal eine Herausforderung werden für die transatlantischen Beziehungen. Ausgerechnet in der Klimapolitik, wo es doch eigentlich jetzt mit dem Konsens vorangeht, drohen trotzdem Spannungen, wenn wir zum Beispiel angucken, was den Handel betrifft. Da können wir später auch noch gerne ein bisschen da einsteigen. Stichwort CO2-Grenzausgleich zum Beispiel. Ganz kurze Zusammenfassung noch, wie es in der EU gerade aussieht. Green Deal Dezember 2019 wurde von der Kommissionspräsidentin von der Leyen verkündet. Wir Grünen kennen das Konzept schon lange. Wir haben es quasi auch erfunden, uns beschäftigt das seit vielen, vielen Jahren. Trotzdem waren wir froh, als das eben auf EU-Ebene jetzt auch verkündet wurde. Und wir haben entsprechend natürlich viele legislative Maßnahmen im Rahmen des Green Deal, dieses Maßnahmenpakets, die vorangehen müssen. Und das EU-Parlament hat sich da eben Ende des letzten Jahres auf eine Emissionsminderung von 60% geeinigt. Wir Grüne haben 65% gefordert im Einklang mit der Wissenschaft. Kommission 55%, das Parlament ist vorangegangen und hat 60% vorangestellt. Und das ist eben jetzt auch gerade, diese 55% sind gerade in das gerade verhandelte europäische Klimagesetz eingeflossen. Das bestätigt jetzt das Ziel der EU-Kommission von -55% Emissionsminderung für 2030, die Staats- und Regierungschefs im Dezember letzten Jahres eingereicht haben. Und wir Grüne finden das natürlich nicht so gut, wenn man das mal anguckt, diese 55%. Wir haben den Eindruck, dass Kommission und Mitgliedstaaten dadurch Rechentricks dafür gesorgt haben, dass es eigentlich ein geringeres Ziel ist. Kann ich später nochmal auf die Details eingehen. Aber eigentlich wurde es für uns de facto auf -52,8% gedrückt. Das ist natürlich jetzt auch schon wieder näher dran an der USA-Richtlinie. Trotzdem, uns reicht es nicht. Und wenn man dann auch entsprechend die Ergebnisse anguckt, wie wir wirklich voranschreiten müssten,
ist das einfach noch ein bisschen zu wenig. Und nochmal ganz kurz als Ausflug. Also ich glaube, es ist wahnsinnig toll, dass wir in diesem Jahr, genau in diesem Jahr, deutsche Bundestagswahlen haben und gucken können, wie die Wählerinnen und Wähler, wie sie sich entscheiden für klimaechten Klimaschutz, dass wir sozusagen auch Gestaltungspotenzial da haben. Denn klar ist, wir müssen wahnsinnig dringend jetzt handeln. Das müssen wir in den USA, in der Europäischen Union. Wir können das nur gemeinsam machen aus europäischer Perspektive. Deswegen ist der Versuch der Einigung in Europa auf Klimaziele per se schon mal eine sehr super Sache, ja, dass sich alle Mitgliedstaaten daraufhin orientieren, dass man Gelder oder Milliarden von Euro mit Blick auf Klimaschutz vergibt, all diese entsprechenden Konsequenzen. Und das ist so ein bisschen das Setting, in dem wir uns heute bewegen. Und natürlich gibt es da jede Menge Fragen und spannende Dinge zu besprechen. Und liebe Katharina, du bist natürlich auch absolute Expertin, was die bayerische Landtagspolitik betrifft, aber auch das Klimagesetz, das eben vor einem halben Jahr da verabschiedet wurde. Unter Söder muss es jetzt neu geschrieben werden im Sinne des Bundesverfassungsgerichtsurteils. Wie würdest du jetzt sehen, so die Perspektive Klimapolitik, EU, USA, also Bayern, Deutschland auch? Wo müssen wir hin? Wo stehen wir gerade? Ja, liebe Henrike, du hast das wunderbar zusammengefasst und lass mich mal mit den USA beginnen. Ich weiß nicht, wie es dir oder wie es euch ging, aber ich habe diesen Wahlkampf so entgegengefiebert und ich war so nervös, als diese ganzen Auszählungstage stattgefunden haben und als dann endlich klar war, dass Biden gewonnen hat, ist mir, habe ich so richtig gespürt, ein Stein vom Herzen gefallen und da habe ich dann auch gemerkt, wie wichtig auch die deutsch-amerikanischen Beziehungen, die europäisch-amerikanischen Beziehungen sind und wie das die letzten 4 Jahre gelitten hat. Es gab ja trotzdem Kontakt sozusagen auf unter der Präsidentenebene. Baden-Württemberg zum Beispiel ist nach Kalifornien gereist und die haben zusammen ein Abkommen gemacht für mehr Klimaschutz und Zusammenarbeit. Es gab Zusammenarbeit auf zivilgesellschaftlicher Ebene, was super, super wichtig und entscheidend ist. Aber es ist natürlich ein Unterschied, ob du im Weißen Haus einen Klimawandelleugner sitzen hast oder jemand wie jetzt Joe Biden, der klar und deutlich artikuliert, Klimaschutz ist Chefaufgabe. Weil Klimaschutz nicht nur dem Igel, dem Grizzlybär, der Natur dient, sondern vor allem uns Menschen, damit auch nachfolgende Generationen noch gut leben können und vor allem, dass Klimaschutz auch Wirtschaftspolitik ist. Und da komme ich zu dem zweiten Punkt, was du angesprochen hast, den Green New Deal. Ich erinnere mich, Henrike, als wir zusammen im Parteirat vor x Jahren waren, hast du schon immer den Green New Deal hochgehalten. Und es ist wunderbar, dass in Europa jetzt dieses Thema, was wir Grüne ja schon seit Jahrzehnten nach vorne stellen, auch in offizielle Beschlüsse gefasst ist. Natürlich müsste das immer weitergehen und Co., aber wir dürfen nicht vergessen, von wo manche Parteien kommen. Also wir haben da schon einfach einen Schritt geschafft und vor allem auch die Bürgerinnen und Bürger, die mit ihrem Druck, die mit ihrem Wahlverhalten, die mit ihren deutlichen Worten dafür gesorgt haben, dass da jetzt endlich stückweise was vorangeht. Das heißt, aus meiner Sicht ist es total entscheidend, dass Europa und USA sich jetzt die Hand reichen, dass man schaut, wo kann man Wissenstransfer machen, wo kann man stärker zusammenarbeiten, wo können diese beiden großen Nationen, einmal die Europäische Union und einmal die Vereinigten Staaten von Amerika, gemeinsam auch die Treiberinnen und Treiber im internationalen Feld sein, um zu zeigen, dass Klimaschutz für uns alle sozusagen gut ist. Also da, glaube ich, ist es jetzt auch unser Job als Europäerinnen und Europäer, die ausgestreckte Hand von beiden nicht zu verwehren und jetzt nicht irgendwie zurückzufallen, sondern eher den Schwung mitnehmen und sagen, okay, wenn die USA das macht und kann, dann machen wir das auch. Und jetzt lass mich auf die bayerische Ebene kurz kommen. Da sind natürlich alle gefragt. Ja, also wir können nicht sagen, Klimaschutz, das soll Washington machen oder das soll irgendwie Brüssel machen, sondern wenn wir das ernst nehmen, und aus meiner Sicht müssen wir es ernst nehmen, muss vom kommunalen Parlament bis zum europäischen Parlament an jeder Stelle geschaut werden, wo kann ich CO2 einsperren, wo kann ich einsparen, wo kann ich eine Mobilitätswende herstellen, wo kann ich 100% erneuerbare Energien ausbauen, wie kann ich die Agrarsubventionen umschichten. Also das ist sozusagen eine ganzheitliche Aufgabe. Und weil du gerade Bayern angesprochen hast, da haben wir ja mit dem Ministerpräsidenten Söder einen Mann, der verbal sehr laut ist, aber wenn es dann konkret wird, sehr wischiwaschi unterwegs ist. Und da sieht man sehr deutlich, dass an seinem Klimaschutzgesetz, was er beschlossen hat, das ist so
butterweich. Da steht könnte, sollte, wäre schön, wenn dann. Aber das reicht halt nicht. Ja? Also um CO2 zu reduzieren, musst du eigentlich in den Sektoren durchdeklinieren, wie viel CO2 soll der Verkehrssektor einsparen, bis zu welchem Jahr, wie viel CO2 soll der Energiesektor einsparen, wo können wir über Forschung, über Bildung, kluge Investitionen im unternehmerischen Bereich den Klimaschutz vorantreiben. Und deswegen werden wir Grüne da nochmal ordentlich Dampf und Druck auch im Bayerischen Landtag machen, dass die Rufe aus Brüssel und aus Washington nicht in Bayern verhallen, sondern dass auch der Freistaat Bayern mit gutem Beispiel und vor allem mit konkreten Ideen vorangeht. Ja, ganz genau. Und ich hoffe natürlich auch, dass sozusagen der Schwung der Bayerischen Landtagswahl vom letzten Mal, diese Kraft, die wir da auch hatten, da entsprechend auch den Durchschlag findet. Ich glaube, was uns Grüne ja auch ausmacht, sind wirklich dieser Fokus auf Klimaschutz und dieser absolute politische Wille, da was zu verändern. Also diese ganzen Dinge, die du gerade ansprichst, es ist eine solche Möglichkeit, ein Gestaltungspotenzial da. Und wenn man zum Beispiel diese Emissionsziele anguckt, auch von USA und Europa, ist es zum Beispiel wahnsinnig spannend, wenn man sich anguckt, das deutsche Umweltbundesamt hat zum Beispiel gesagt, dass Emissionseinsparungen um 70% bis 2030 tatsächlich möglich sind, ja, auf deutscher Ebene zum Beispiel. Und das ist spannend. Das heißt, man muss einfach nur sehen, was man macht, den politischen Willen haben. Und ich hoffe sehr, dass eben auch die Bundestagswahl in diesem Jahr sozusagen das Segel ein bisschen rumreißt, das wir bisher erlebt haben, eben auch unter der deutschen Ratspräsidentschaft im letzten Jahr, was wir da erlebt haben, wo die Klimaambitionen wirklich in einem Kleinstbereich waren, wo das Klimagesetz, die Verhandlungen im Grunde auch boykottiert wurden. Also da sind so viele Möglichkeiten, wenn wir uns wirklich klar entscheiden, da was zu verändern und da was voranzubringen. Denn klar ist natürlich auch, in Europa wird entschieden, wie die Klimapolitik des Entscheidungsjahrzehnts gestaltet wird und ob Europa eben auch wirklich auf diesen Paris-Pfad kommt. Ja. Und das, genau. Und darf ich dich da ganz kurz was fragen? Gerne. Weil du bist ja die Expertin, du bist ja unsere Europaabgeordnete. Magst du vielleicht mal noch mal kurz erklären, weil ich bin mir nicht sicher, ob das allen so klar ist, warum die deutsche Ratspräsidentschaft da eigentlich ein bisschen eine verlorene Zeit war, also dass da eigentlich Deutschland proaktiver hätte vorangehen können, wie das mit diesen Ratspräsidentschaften genau aussieht. Weil ich glaube, wenn man nicht auf europäischer Ebene so aktiv ist, dann ist es so ein ganz neues Konstrukt. Und ihr hattet ja da auch als grüne Fraktion sehr viele Vorschläge gemacht, was innerhalb der deutschen Ratspräsidentschaft eigentlich umgesetzt werden sollte. Und dann kam ja leider doch nicht so viel. Vielleicht magst du das kurz erklären. Genau. Ganz genau, vielen Dank. Also die Ratspräsidentschaft, wir haben sowas zweimal im Jahr. Das wird abgewechselt unter den EU-Mitgliedstaaten. Im Moment haben wir die portugiesische Ratspräsidentschaft. Die hat die deutsche Ratspräsidentschaft vorher abgelöst, die eben von Sommer bis Ende Dezember lief. Und das bedeutet, dass im Grunde ein Land ein ganz großes Gestaltungspotenzial in der Zeit hat, weil natürlich auch Netzwerke auf nationalstaatlicher Ebene auch benutzt werden, weil wir zum Beispiel in den sogenannten Trilogverhandlungen, also wenn wir legislative Maßnahmen diskutieren und beschließen zwischen Kommission, Rat und Parlament, dass dann auch Vertreter eben von dieser Ratspräsidentschaft da genau da sitzen und mitverhandeln. Und es ist natürlich so, dass wenn man da die Federführung hat für ein halbes Jahr sozusagen, auch gegenüber dem Rat unglaubliches Gestaltungspotenzial hat, aber natürlich auch eine ganz starke Verantwortung. Und wenn man guckt, letzten Sommer, wir waren mitten, wir wissen es alle, in diesen Corona-Herausforderungen und da sind ganz viele Dinge, haben zum Beispiel nicht geklappt. Also normalerweise gibt es da ganz viele Sitzungen, Besprechungen in persona, vor Ort und das wurde immer von der deutschen Ratspräsidentschaft auch gerne so ein bisschen als Entschuldigung für nicht funktionierende Dinge erwähnt. Natürlich, da gibt es auch Herausforderungen, aber klar war ja der Auftrag des Gestaltungspotenzials. Und wenn ich mal zwei Dinge rausnehme, die wirklich nicht gut gelaufen sind, das war eben zum einen beim Klimagesetz. Da haben wir Grüne immer wieder gefordert, wir wollen klare Entscheidungen, klares Vorangehen. Und da war auf deutscher Ratspräsidentschaftsseite vor allem Bremsen, Bremsen, Bremsen angesagt. Und das ist natürlich Wahnsinn, weil wir haben hier eine Jahrhundertchance, auch was zu gestalten beim Green Deal. Ich finde es auch erwähnenswert, dass Kommissionspräsidentin von der Leyen ja CDU-Mitglied ist. Ja, eigentlich ist also auch gleichzeitig
ja, eine Deutsche ist, auch von einer Partei, die in Regierungsverantwortung steht. Und das heißt, dieser Green Deal sollte an der deutschen Bundesregierung wirklich nicht vorbeigehen, sondern totaler Auftrag sein. Und da haben wir das lange nicht so sehen können. Und ganz große Implikationen hatte das eben auch bei der Agrarpolitik. Das hat man auf Europaebene gesehen, die im letzten Jahr bei den Verhandlungen wirklich katastrophale Ergebnisse gegeben hat, also auch für die Klimapolitik. Und das war ein ziemlicher Reinfall, muss man wirklich sagen. Und ein zweites Beispiel noch für die deutsche Ratspräsidentschaft, wo sie es nicht gut gemacht hat, beim sogenannten EU-China-Investitionsabkommen. Manche sagen Investitionsschutzabkommen. Und da hat die unter der deutschen Ratspräsidentschaft die deutsche Regierung eben auch sehr gedrängt, zu einem Verhandlungsergebnis zu kommen. Und das ist wirklich problematisch, weil wenn man sich mal ein bisschen anguckt, ökologische, soziale Kriterien, also sprich Arbeitsschutznormen, der Schutz der Uiguren. Ja, wir haben in München die größte Gemeinschaft von Uiguren in ganz Europa. Wir haben wirklich eine Verantwortung, dahin zu gucken, wie geht es den Menschen. Das ist alles unter den Tisch gefallen und wir sollen jetzt im Parlament das abnicken. Das wollen wir also nicht. Ja? Wir wollen natürlich ganz andere Standards haben und solche Verhandlungen nutzen. Und da muss man sagen, hat die deutsche Ratspräsidentschaft das nicht ordentlich gemacht. Ja. Genau, und deswegen ist, wie du gesagt hast, die Bundestagswahl so entscheidend, weil wenn wir eine andere Bundesregierung haben, die in den Bereichen Klimaschutz, die im Bereich Menschenrechte, die im Bereich Humanität einen klaren Kompass hat, dann ist, wenn Deutschland wieder Ratspräsidentschaft auf europäischer Ebene hat, da natürlich viel mehr Handlungsspielräume. Und da sieht man, finde ich immer sehr gut, wie die verschiedenen Ebenen dann doch miteinander zusammenhängen. Manchmal hat man ja so das Gefühl, naja, das eine Parlament macht dieses, das andere Parlament macht jenes. Aber wenn wir richtig vorankommen wollen mit der Gestaltung der Zukunft, mit den Aufgaben, die wir lösen müssen, und dazu gehört eben auch die Klimakrise in den Griff zu bekommen, ist es entscheidend, wer an welcher Stelle Verantwortung trägt und wer Regierungsverantwortung hat und wie dann wiederum die Bundesregierung Einfluss auf europäische Verhandlungen hat, die wiederum Einfluss haben auf die Zusammenarbeit mit USA, ist ja an dem Beispiel, was du gerade so wunderbar gemacht hast, sehr deutlich geworden, dass wenn man ambitionierten Klimaschutz möchte, braucht man auch Menschen in Verantwortung, die ambitionierten Klimaschutz machen. Und das ist, glaube ich, das entscheidende Signal. Und nach dem Bundesverfassungsgericht-Urteil letzte Woche, was das ja sehr deutlich gesagt hat, dass es unsere aller Verantwortung ist, dafür zu sorgen, dass auch nachfolgende Generationen noch Freiheiten haben, dass die noch gut auf dieser Erde leben können, ist es ja eigentlich eine absolute Bestätigung unserer grünen Arbeit, dass wir beim Klimaschutz nicht locker lassen dürfen, sondern dass wir an jeder Stelle nachschärfen müssen, um die Klimakrise so weit wenigstens in den Griff zu bekommen, dass wir auf den 1,5-Grad-Pfad von Paris einschlagen können. Und wenn wir jetzt noch die USA als unseren Partner an der Seite haben, dann habe ich schon das Gefühl, dass das wirklich auch gut werden kann, wenn die, die in Verantwortung sind, jetzt auch die richtigen Weichen stellen. Ganz genau, denn gemeinsam geht es am besten. Ich glaube schon auch, dass dieser Wettlauf USA, Europa auch eine gute Sache ist, ja, weil wir wünschen uns natürlich die Europäische Union da als jemand, der vorangeht beim Klimaschutz, aber da einen Wettlauf zu haben, ist super Sache. Aber genauso auch, wie du sagst, dass man da wirklich eine Partnerschaft zusammen hat und gemeinsam das entwickelt. Und wenn ich an deine Arbeit denke, liebe Katharina, was ich sehr, sehr mochte, du hast ja zum Beispiel auch im letzten Jahr mit Eva Lettenbauer zusammen so eine grüne Wirtschaftstour gemacht. Die fand ich total super. Das ist genau auch das, was auch mein Arbeitsbereich natürlich ist, die grüne Transformation der Wirtschaft, um eben eine gute Klimapolitik hinzubekommen. Und das heißt, mit den Unternehmen da entsprechend im Gespräch zu sein, ist ja auch eine sehr, sehr wichtige Sache, wie man eben diese Klimaschutzmaßnahmen auch für die Unternehmen so gestalten kann, dass die wettbewerbsfähig sind und resilient natürlich jetzt auch in diesen Corona-Zeiten, aber auch diese Chancen aufs Umsetteln für nachhaltiges Wirtschaften eben erhalten. Und da finde ich es sehr spannend, auch im USA-Kontext sozusagen, diese Umstellung der Wirtschaft, das ist auch ganz spannend, was wir in Europa auch sehr stark bearbeiten, woran ich auch arbeite im Parlament, an der Just Transition sozusagen, den gerechten Übergang, den ökologisch-sozialen Übergang, dass man sagt, man lässt die Menschen, die von diesem Übergang auch betroffen sind, nicht im Stich. Das heißt, wenn dann zum Beispiel Regionen sind, wo eben Fracking eingesetzt wird oder wo eben auch Stahlwerke sind, das muss, und es wird verändert, dass man da die Menschen nicht im Stich lässt, sondern auch fördert.
investiert in Unternehmen vor Ort, indem man Bildungsprogramme auflegt, indem man aber auch sozusagen gendergerecht auch diese Milliarden von Euro verteilt und der Staat sich da nicht raushält, sondern aktiv stützt. Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Komponente. Und das alles so zusammenzudenken, das ist für Bayern natürlich auch relevant, wenn wir mal gucken. Wir haben bei uns jetzt keine Stahlwerke, aber wir haben bei uns Chemie- und Zementwerke. Die sind wichtig bei der Klimaumstellung. Und da im Dialog zu bleiben, ist super. Das machst du ja auch, liebe Katharina, gell, dass du viel sprichst, auch mit den Verbänden und den Wirtschaftsunternehmen und dass wir da gemeinsam Lösungen finden. Absolut. Und das Schöne ist ja, dass ganz viele Unternehmen schon viel weiter sind als die GroKo oder die Söder-Regierung. Das finde ich immer so faszinierend, wenn man bei Unternehmensbesuchen ist, wenn man mit den CEOs redet, egal ob es DAX-Konzerne sind oder Mittelständler oder sogar Start-ups, dass eigentlich in der Verantwortungsriege ganz viele ganz oft sagen, natürlich müssen wir klimabewusst arbeiten, weil wenn wir unsere natürlichen Lebensgrundlagen kaputt machen, dann haben wir keine Kunden mehr, die unsere Produkte oder Dienstleistungen kaufen können. Dann haben wir selber keine Zukunft mehr, dann unsere Familien, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und darum ist es entscheidend, dass wir die sozial-ökologische Transformation schaffen. Und ich erlebe immer wieder, dass gerade Unternehmerinnen und Unternehmer erwarten von der Politik, dass die Rahmenbedingungen richtig gesetzt werden. Ich gebe dir ein Beispiel. Wenn wir über CO2-Reduzierung reden und schneller aus dem Kohlestrom aussteigen wollen und müssen, dann müssen wir halt parallel schneller die erneuerbaren Energien ausbauen, damit ein Chemieunternehmen, damit ein Industriebetrieb halt auch Strom zur Verfügung hat. Sonst kann das Unternehmen nicht weiter produzieren. Und da finde ich, ist ja auch die USA ein gutes Beispiel, wie man Wirtschaftspolitik mit Klimaschutzpolitik verbinden kann. Denn Biden hat ja mit seinem riesen Infrastrukturprojekt schon die Weichen gestellt. Also der möchte in das Thema Ausbau erneuerbarer Energien investieren, was wiederum Arbeitsplätze schafft, was wiederum die Wirtschaft ankurbelt. Der möchte in den Erhalt und Ausbau von Mobilität investieren, was ebenfalls Arbeitsplätze und dem Klimaschutz dient. Und wie du richtig sagst, denkt er damit natürlich auch das Soziale immer mit. Weil wenn wir über diesen Wandel reden, dann reden wir ja nicht nur über einen Ökowandel, sondern auch über einen sozialen Wandel, dass die Menschen trotzdem von ihrer Arbeit leben können, dass sie sicher sind, dass sie genug Geld verdienen für ihre Familien und für sich selber zu sorgen. Und da finde ich es auch, es ist ein gutes Beispiel, wenn man rüber in die USA guckt, dass wenn Politik will, man die sozial-ökologische Transformation schafft, für den Klimaschutz was Gutes tut und gleichzeitig die Wirtschaft auch ankurbelt. Und ich glaube, Biden war es ja auch, der gesagt hat, dass Klimaschutz in Zukunft Wettbewerbsfähigkeit bedeutet. Und ich finde, bei sowas müssen wir Europäerinnen und Europäer gut zuhören. Denn wenn die das schaffen, die Wirtschaft auch klimaneutraler umzubauen und dort noch einen Wettbewerbsvorteil zu bekommen, sollten wir in Deutschland und in Europa nicht hinterherhinken, weil wir haben ja auch was davon, wenn bei uns die Wirtschaft floriert, wenn unsere Exporte gut laufen und wenn wir natürlich auch viele Arbeitsplätze anbieten können. Darum ist, glaube ich, dieser Green New Deal, diese Transformation so unglaublich entscheidend. Und wir, du im Europaparlament, ich im Landtag, unsere Kolleginnen und Kollegen im Bundestag sind natürlich dazu aufgerufen, die Rahmenbedingungen zu setzen, dass Unternehmerinnen und Unternehmer bei dieser Transformation unterstützt werden, dass sie das auch schaffen, Klimaschutz und wirtschaftlichen Erfolg zu vereinbaren. Also besser hätte man es gar nicht ausdrücken können, liebe Katharina. Vielen Dank für die super Zusammenfassung. Also ich glaube, das ist wirklich gar nicht zu toppen. Im Grunde, Green Deal bedeutet eigentlich ein Konjunkturprogramm. Das muss man wirklich so sagen. Und es gibt so viele Untersuchungen jetzt von McKinsey, von der Europäischen Kommission, von dem Research Center dort, was für ein Jobpotenzial im Ausbau der erneuerbaren Energien etwa liegt. Diese Nachrüstung auf Nachhaltigkeit bei den Wirtschaftsunternehmen, die genau wie du ja auch formulierst, bereits sehr wohl Lösungen haben. Wenn man mit Ingenieuren spricht, die sagen, ja, gibt uns die Messwerte, wir können damit umgehen. Wir müssen einfach nur Entscheidungen treffen. Und das ist ja genau unsere Aufgabe in der Politik. Und da freue ich mich sehr, dich als Kollegin da zu haben, dass wir da genau in diese Richtung arbeiten. Das ist wirklich wunderschön. Ich sehe gerade, die halbe Stunde ist tatsächlich schon vorbei. Es macht so Spaß, mit dir zu sprechen. Das ist ja wir wahnsinnig. Wiederholen das, liebe Flug. Das würde ich mich sehr, sehr freuen, wirklich von ganzem Herzen. Auch dieses Thema USA und Europa ist wirklich noch sehr, sehr ausbaufähig.
Liebe Teilnehmer und Teilnehmer, die ihr zu Hause sitzt, ganz herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. In dieser ganzen Woche gibt es ganz viele Europa-Veranstaltungen noch. Guckt mal nach bei meiner Homepage. Wir haben jeden Tag was zu bieten, auch zum Wirtschaftsthemen, Transformation der Automobilindustrie zu Agrar, mit Sarah Wiener, mit Vorstand VW, mit Clemens Fuest. Also wirklich ganz tolle, tolle Leute und mit vielen tollen, spannenden bayerischen Grünen, Bundestagsabgeordneten, Landtagsabgeordneten, auch Entscheidungsträger. Und wenn ihr dabei seid und euch für Europa weiterhin stark macht, freue ich mich sehr. Dir, liebe Katharina, Europäerin von Herzen, herzlichsten Dank für dein Dabeisein. Und ich freue mich immer, euch zu sehen und von euch zu hören. Vielen, vielen Dank. Liebe Henrike, danke für die Einladung. Danke, dass du diese Europawoche machst. Das ist ja auch total entscheidend. Wer also von euch noch mehr über Henrikes tollen Einsatz im Europaparlament erfahren möchte, wissen möchte, was wir Grüne auf europäischer Ebene alles so vorhaben, folgt ihr, folgt der Europawoche. Ich finde das super, dass du da so niedrigschwellige Angebote schaffst, um mit dir ins Gespräch zu kommen und auch über deine Arbeit zu informieren. Und das ist doch ein tolles Beispiel, woran man sieht, dass Politik nahbar und anfassbar ist. Und ich freue mich, wenn die Pandemie vorbei ist und wir mal wieder eine Veranstaltung in unserem gemeinsamen Büro machen können. Ja. Dann können wir uns nämlich alle endlich mal wiedersehen und face-to-face diskutieren und für eine bessere Welt kämpfen. Und bis dahin sende ich die liebsten Grüße, liebe Henrike, und ich freue mich auf bald. Das tue ich auch. Ganz lieben Gruß aus Brüssel und bis ganz, ganz bald. Vielen Dank, liebe Katharina. Ciao, ciao. Ja.